nicht hat das BfArM, das ist das Institut, wo für diese Genehmigungen zuständig sind, angewiesener, unsere abgelehnten Bescheide neu zu bewerten, und zwar positiv. Wir haben jetzt mittlerweile 9 Monate später, die Genehmigung hat noch immer keiner von uns. Also es darf mittlerweile die Behörde sich schlichtweg weigert, uns diese Genehmigung zu erteilen. Und das auf Anweisung von oben, vom Bundesgesundheitsministerium, von der Behörde, die sich eigentlich um unsere Gesundheit Gedanken machen sollte. Tun es aber nicht. Vor kurzem jetzt im Februar kam die Meldung von unserer Bundesdrogenbeauftragten Mortler, dass ab 2016 den etwa 400 Patienten im Land, die jetzt eine Genehmigung zum Bezug von diesem überteuerten Apothekengras haben, das Cannabis aus der Apotheke bezahlt bekommen und von der Kasse die Kosten übernommen werden. Das passiert aber auch nur deswegen, damit sie unsere Klagen auf Eigenanbau vom Tisch haben. Denn diese Kostenübernahme für Apothekencannabis hätte schon vor 5 Jahren passieren sollen. Seit etwa 5 Jahren gibt es, seit 2009 gibt es diese Genehmigung zum Bezug. Und bis heute hat sich keiner darum gekümmert, die Kosten zu tragen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Kosten übernommen werden. Es gibt jetzt eben ein paar Leute, so wie mich noch, die wie auch immer einen grünen Daumen haben oder auch nicht, aber sich das Zeug selbst hochziehen möchte. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man uns 3 Patienten diese Genehmigung nicht erteilt. Denn wir hätten ja lediglich dadurch die Möglichkeit, uns selbst zu versorgen und uns selbst zu schädigen, was aber keiner von uns will. Blödsinn. Was jetzt demnächst kommen wird, und ich glaube da schon fest daran, dass jetzt demnächst die Krankenkassen kommen und uns das Cannabis bezahlen werden, das wir aus der Apotheke bekommen, aber bis dann haben wir noch lange keine Versorgungssicherheit. Das Cannabis, das in der Apotheke angeboten wird, ist ja nur selten hin und wieder mal verfügbar. Das heißt, momentan warten Patienten bis Mitte, Ende Mai auf ihre nächste Lieferung. Stellen Sie sich das mal mit einem anderen Schwertmittel vor. Ein Unding. Die Versorgungssicherheit muss, bevor überhaupt hier was genommen wird, will ich, dass die Versorgungssicherheit in der Apotheke gewährleistet ist, und ich möchte auch ein paar mehr Sorten Cannabis zur Verfügung haben. Denn momentan, oder überhaupt, es gibt 4 verschiedene Sorten, die in deutschen Apotheken angeboten werden. Fliege ich aber nächste Woche nach Kalifornien in Urlaub, dann habe ich 400 verschiedene Sorten von mir. Und auch ich möchte die Möglichkeit haben, die für mich entscheidende, die Sorte zu wählen, die mir gut tut. Und solange das nicht möglich ist und solange unsere Regierung es nicht auf die Reihe bekommt, für eine Versorgungsstabilität und für eine Sorgenvielfalt zu sorgen, bleibe ich weiterhin bei meiner Klage auf Eigenanbau. Es gibt für mich so lange keine Alternative. Danke. So, es gibt uns mal ein paar Minuten Zeit, damit wir die Mücke einrichten können, damit wir ein bisschen gut feiern können. Und dann geht's weiter mit der Party.